So, da sind wir wieder. Ich mach gerade den Ton ein bisschen lauter für mich. Ich weiß immer noch, ob es am selben Wochenende sind, kann ich nicht sagen, je nachdem, wie ich das raushaue. Ich weiß natürlich, dass es auch für euch nicht so geil ist, wenn ich 50 Folgen auf ein Wochenende raushaue, aber ich mag es ehrlich gesagt auch nicht immer nur sozusagen ein Spiel irgendwie so zu beenden, dass es, also ich mag das gerne, ein Spiel an einem Wochenende beendet haben, und für mich zählten die ganzen letzten Episoden tatsächlich zum Ende, für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wahrscheinlich würde ich nächstes Wochenende, wenn ich jetzt die Folgen nicht noch mit dazu packen würde, jetzt die jetzt alle noch kommen, dann wahrscheinlich nur zwei Episoden publizieren. Das wäre vielleicht nicht ganz so geil. Ich habe übrigens gerade festgestellt, dass offenbar hier jetzt ein neues Interface entstanden ist. Wir haben jetzt hier die Radcliffe, die gestellte Rate von Radcliffe sind ihm in Treu ergeben. Sie haben sich im Kampf gegen gepanzerte Ziele bewährt, verfügen aber über keinerlei Fernkampfwaffe. Achso, das ist wirklich noch Taktik. Was ist das hier? Die Magier, 12 Stück. Die Magier des Zirkels wirken aus sicherer Entfernung tödliche Zauber, sind im Nahkampf hier allerdings meist chancenlos. Die Elfen, die derdischen Elfen, sind überaus effektive Ferneinheiten, die ihre Gegner im Nahkampf jedoch nur unwenig entgegensetzen haben. Und natürlich die Zwerge von Orsamar sind kampferprobte Fußsoldaten, sie eignen sich vortrefflich als Verteidigungstruppen, haben allerdings keine Fernkampfwaffen. Und hier würden wahrscheinlich dann die Söldner sein, die ich jetzt allerdings leider nicht mehr rechtzeitig absolvieren konnte, die Quest. Das tut mir gerade ein bisschen leid, muss ich gestehen. Ich war nicht kurz davor, ich hätte eigentlich nur bei zu einem der Leute gehen müssen, also zu einem dieser Truhen gehen müssen und hätte sozusagen Belohnung abholen sollen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo diese ganzen Truhen sind. Das ist mein Problem. Und als ich zur einzigen Truhe ging, zu der ich gehen wollte, war halt schon die dunkle Brut vor mir da. Naja, so ist es halt im Krieg, nicht wahr? Gehen wir also erstmal zum zweiten General im Palastviertel. Nee. Ich wollte erstmal zum Gesindeviertel den zweiten General töten. Meine Truppen werde ich weiterhin schonen. So, ich speichere das Ganze erstmal. Wo sind denn die Trolle? Okay, hier sieht es auch schlimm aus. Obwohl, keine Leichen. Wie kommt das denn bitte? Hallo? Du? Tatsächlich? Dem Erbauer sei Dank. Du kommst genau im richtigen Moment. Eine riesige Schar der dunklen Brut nähert sich. Und die Tore werden ihr nicht standhalten. Du musst uns helfen. Gehen wir einfach aus dem Weg. Das kann ich nur mit eurer Hilfe. Ich erledige das. Bringt euch in Sicherheit. Ja, tatsächlich. In Ordnung. Ich hoffe nur, es bleibt genug Zeit, um... Sie brechen durch! Lauft! Rennt um euer Leben! So, dann schützt mal die ganze Mal. Die Leutchen. Da hinten sind sie. Bringt euch in Sicherheit. Wir machen das schon. Ah, ich sehe schon den ersten Oger. Na komm. Warte mal, könnten wir schon... Kannst du schon auf ihn schießen? Ja, kannst du schon. Liliana, kannst du vielleicht mitmachen. Was blockiert? Naja, dumm. Das nächste Mal! Stopp. Na gut, denn... Nee, nicht den verdammten General. Würdest du bitte mal den blöden Oger jetzt erstmal töten? Okay, unsere werte Zauberin ist in Gefahr, deswegen gehen wir mal hin und töten sie. Alle, die gerade meine Zauberin nerven. Alistair hat irgendeinen Fluch bekommen. Warum? Ein Genlock Alpha Star und ein General. Okay, erstmal den da. Und du schaltest mal kurz die Kleinen hier aus. Einmal den da. Dann den dort bitte. Der ist gerade gestorben. Alistair ist gestorben. Das ist ein Problem. Hör mal bitte auf mit deiner normalen Heilung. Mach bitte mal die Gruppenheilung. Genau. Und dann belebe gleich mal den Alistair wieder. Den braucht man nämlich wirklich. Der ist... einer von den beiden wird es wohl sein. Jo, das war er schon. Wir werden die ganze Zeit angegriffen hier. Das ist nicht so geil. Und wir müssen mal kurz gucken. Warte mal. Wir nehmen erstmal einen mächtigen davon. Du nimmst auch mal einen starken oder was auch immer. Du nimmst einen normalen und du nimmst auch einen normalen davon. Ja. Verdammter Mist, Stefka ist tot. Das ist ein Problem. Ich glaube, das muss ich nochmal laden. Das wird sonst echt nichts. Wir kriegen hier doch ganz schön viel Schaden. Durch wen überhaupt? Durch die komischen Magier? Wisst ihr, was wir machen? Wir ziehen uns mal... Wir gehen mal, rennen nicht in diese riesige Meute mit rein. Genau. Sondern... Übrigens ist es schön, dass man immer nicht ganz rauszoomen kann. Manchmal. Wir geben uns mal dort hinten hin. Und lassen ihn einfach mal erstmal durchbrechen. Da kommen sie sich ein bisschen kleckerweise.
Dann haben wir es bald mal. So, erstmal speichern. Ja, da kommen sie schon. Nee, 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 meine lieben Freunde, bleibt ruhig mal alle hier. Ich bin dran. Ich ja, ja. Selbstverständlich. So, erstmal ein bisschen klein Zeug wegmachen, das ist kein Problem. Ja, komm, ey. Grandios! So. Warte mal, wie machen wir das am besten? Liliana. Ich bin hier. Piek dir mal kurz an. Fantastisch. So, jetzt gehen wir kurz wieder zurück. Hit and Run ist hier gerade die richtige Taktik, ja. So, erstmal den Kleinen hier weg. Und dann den Großen hier weg. Der steht zumindest nicht die ganze Zeit in der Schneise von diesem blöden Magier oder was auch immer das war, was uns die ganze Zeit attackiert hat. So, der ist tot. Können wir kurz den Kampf beenden? Ist der Kampf beendet? Leider noch nicht. Doch, ist erst beendet. Sehr schön. Kann man nicht kurz mal speichern zwischendurch. So, Liliana. Ich muss um alles bitten. Dann komm ein bisschen näher. So, da kommen schon die Nächsten angelaufen. Wir rennen wieder zurück. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Ja, noch ein bisschen zurück. Ich werde es tun. So, jetzt komme ich eine ganze Menge an. Ich bin dran. Okay. Und ich Angriff. Ich bin bereit. Schnell! Ihr müsst weg. So, die sind ja schnell kaputt. Ach, guck mal, Genlock Alpha. Ach, das ist ein Magier, deswegen ist das Problem. Dann hauen wir erstmal kurz alle den hier kaputt. Verdammt, jetzt sind wir betäubt. Alistair ist tot, das ist ein Problem. So, der Magier macht ganz schön viel Schaden. Du machst jetzt mal sofort eine Gruppenheilung. Ich bin soweit. Deine Gruppenheilung hat richtig funktioniert. Nimm mal kurz so einen Magietrank. Du nimmst da kurz einen mächtigen Wundumschlag. Hallo, mächtiger Wundumschlag. Super, dann halt den starken, bist gleich tot. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Nochmal geladen, bitte. Wir müssen also auf den Magier einhacken. Der ist wesentlich schlimmer als der Rest. So. Lass da kurz alle zurückgehen. Alle hier bleiben, bitte. Bleiben, sag ich. So, jetzt wird mal erstmal das kleine Gesindel, was hier angelaufen kommt. Ja, sofort. Okay, sagen wir mal, es hätte vielleicht durchaus einer mehr sein können. Oder 5 oder 10. Damit jemand Kräfte ist, ist der Genlock Alpha. Nur der Alpha kommt hergelaufen. Das ist ja ganz schön dumm von ihm. Sehr nett für mich natürlich. Und Angriff. Das ist ganz klar kein so großes Problem, ihn allein zu stellen. Ich nehme an, der Magier wird allein auch kein so riesengroßes Problem sein, aber 50 Erfahrungspunkte. Vielleicht kann man mal kurz den Kampf beenden und das Ganze mal speichern. Das wäre ideal. Na komm, Leute, ist doch nichts passiert. Alles gut. Kampf beenden? Nein, gut, da war es halt weiter. Ist doch kein so großes Ding. Eine Frage, warum verliere ich die ganze Zeit Mana? Wegen deiner blöden reinigenden Aura? Hör bitte auf damit. Oh, das ist ja dumm. Ach nee, weil du irgendwas hast. Bluthusten. Abzug auf Erschöpfung, wende eine Verletzungsausrüstung. Oh, warte mal. Das machen wir vielleicht mal. Bim, 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 bim. Eine Verletzungsausrüstung. Da müssen wir noch mal irgendwas haben. Hier, der Schwache, nimm die kurz. Weil mir behagt es gerade ehrlich gesagt gar nicht, dass du so wenig Lyrium hast. Nimm mal hier so einen Trank einfach mal. Beschleunigen wir das Ganze ein bisschen. Hallo Freunde. Na gut, Eider, das ist jetzt nicht so tragisch. Sieh dich vor. Sehr schön. Hallo, ich habe euren Freund getötet. Kommt jemand hinterher? Ja, da kommt schon der Rest. Stopp, 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 stopp. Wir gehen alle zurück. Wie ihr wünscht. Möglicherweise nehme ich jetzt schon der General dabei. Okay. Das ist nur einer, das ist nicht so dramatisch. Ein weiterer Alpha, okay. Selbstverständlich. Das müsst ihr mir nicht sagen. Hallo. Was machst denn du nur? Jetzt kommt der General. So, der ist tot. Und weiter geht's. Stopp, stopp, stopp. Bitte zurück. Oh, es sind nur noch zwei. Okay, dann können wir. Oh, es sind mehr als zwei. Wir weichen alle zurück, bitte. Und zwar dorthin. Schnell, 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 schnell. Alistair kriegt schon irgendwas Buntes wieder um ihn rum. Ich nehme an, das ist nichts Positives. Was ist das?
Fluch der Irreführung? Nein, bitte bleibt doch mal alle hier. Es als erledigt. Hier. So. Habt ihr irgendwas? Nö. Ich werde es tun. Okay, das war jetzt nicht so schlimm. Alice, ach, alter Schwede, Alter ist ja schon wieder unterwegs. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, auch solange ich es auch spiele, die Kampfsteuerung ist nicht immer ganz fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Alice ist praktisch so gut wie tot, glaube ich. Win, geh da hin und mach dein Ding. Tefgal. Eigentlich kannst du jetzt schon mal so eine Massenheilung einwerfen. Du gehst da hin und machst dein Ding. Ich bin bereit. Tefgal, du gehst dorthin und haust Leute kaputt. Nee, geh am besten direkt zum Magier. Ja. Es wird keine Gnade geben. So, der ist schon mal tot. Guck mal, hier ist ein Alpha. Den haben wir gleich weg. Darum kann sich Tefka ruhig mehr kümmern. Alice ist das bereits tot. Das ist natürlich ein Problem. Wie sieht's bei dir aus? Du wirst ein bisschen angegriffen. Das ist nicht so tragisch. Verteidige dich. Das war natürlich, du greifst. Bei dir klappt's natürlich nicht. Verdammter Mist. Du heilst ihn. Okay, das ist ganz gut. Ich bin bereit. Du hast schon mal einen getötet, hoffe ich doch. Vielleicht solltest du mal so einen Trank nehmen. So. Dann den bitte. Alter Schwede, was ist denn nun los? Dieser General ist echt übel. Muss nochmal geladen werden, tut mir leid. Es ist langsam, es ist ein ziemlich schwieriger Kampf, weil der General sich so weit hinter seinen Truppen versteckt. Okay. Müssen wir es wirklich machen? Dann müssen wir halt wirklich wie in Goffey ganz viele Leute einzeln rausziehen. Tut mir leid, ist aber jetzt wirklich so. Verdammte Kopfhörer. So. So, da kommt schon jemand. Ist das jemand Wichtiges? Wahrscheinlich nicht. Doch, ein Genlock Alpha. Ist doch mal ganz gut. Dann bleiben wir kurz wie hier. Ihr wünscht. Wir müssen noch wenigstens 20 Leute rausziehen oder sowas, bevor wir den General angehen können. Weil in der Masse nerven die halt schon ganz gut. Los geht's. Also schlichtweg den Weg versperren zu dem General. So, den Jana kann man schon. Den da hinten. Super. Den hier auch noch. Sehr schön. Selbstverständlich. Gleich zum nächsten, bitte. Erschießt den mal bitte. Oder auch nicht. Lass uns ruhig mal hier. Genau, ein bisschen zurückfallen wieder. Schön zurückfallen, da komme ich wieder gleich neu angelaufen. Das sehe ich doch. So, da ist ein Alpha wieder dabei. Und, oh, ist der General dabei? Nee, ist noch nicht dabei. Der Hurlock-General. Was auch immer ihr wünscht. So. Einfach auf den da. Dann den hier. Der, den verdammten Alpha, der muss nämlich wirklich weg. Wenn du da angelaufen kommst, ist ein weiterer Schläger, ist kein Problem. Du bist ein wenig betäubt. Ein weiterer Alpha. Okay. Warte mal, du musst gleich mal eine Massenheilung einwerfen. So. Und du sollst übrigens mal auf irgendjemanden schießen. Hier, nimm ruhig mal den da. Nimm ruhig mal einen Mana-Trank. Und du kämpfst gegen den Alpha. Völlig in Ordnung. So, Liliana, kannst du bitte mal auf den Typen da hinten schießen schon mal? Der Alpha ist das, okay. Und du auf den hier. Siegel des Rückstoßes geht hinten schon ab. So, Elsa ist gleich gestorben, das ist nicht so gut. Das heißt, du musst kurz geheilt werden. Der Alpha muss auch langsam mal sterben. Und schwupp, ist er tot. Sehr schön. Jetzt musst du noch, warte mal, kannst du wieder eine Massenheilung machen? Nein, noch nicht. Aber gleich. Aber vorher bist du leider tot. Deswegen würde ich sagen, mach mal kurz das. Den hier. Der General kommt noch nicht nach. Das finde ich sehr gut. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen zurückziehen. Sehr schön. Okay. Da hätte es zwar noch ein bisschen Bewegung drin, aber ist das der komische Alpha, der noch nervt? Der Alpha nervt noch. Ja, komm her. Ja, wir müssen siegen, das wäre natürlich super. Geht bitte mal da hinten hin. Und ihr tötet ihn. Bringen wir es hinter uns. Sehr schön. So, wer seid ihr? Ihr seid nur ganz normale Leute, das ist kein Problem. Ganz normale Hurlocks. Auch wir suchen nach Spaß. Und ihr findet leider den Tod. Ja, super. So, jetzt haben wir sehr viel daran gelegen, dass wir langsam mal kurz den Kampf beenden könnten. Lass mal kurz ein Stück zurückgehen. Wir können den Kampf nicht beenden. Das ist ein bisschen doof. Alistair, geh ruhig mal zurück. Los geht's. Lass uns doch am besten mal alle zusammen kämpfen. Das wäre eine super Idee. So. Kann das sein, dass ich die Gruppe nicht gewählt? Ja, genau. Ich muss die Gruppe auswählen. Viel besser. Wie sieht's denn bei dir aus? Du nimmst mal ganz kurz einen Trank.
Dann nimmst du, haben wir noch so einen schwachen Heiltrank oder sowas? Bestimmt haben wir noch einen schwachen. Kommen wir das Buch der körperlichen Methodik ruhig schon mal. Das ist gar nicht mal so schlimm. Okay. Und, ein schwacher Wundumschlag. Hat man, glaube ich, noch zwei. Genau, eins für dich und eins für den lieben Alistair am besten. Sehr, sehr schön. So, jetzt können wir mal versuchen, das Ganze anzugehen, würde ich sagen. Guck mal, da hinten sind zwar noch ungefähr 1 Million rote Pfeile. Aber wir haben schon relativ viele getötet. Jetzt auch einige Genlock Alphas, muss man klar sagen. Ich verhedder mich mit meinem verdammt langen Fuß in meinen verdammt langen Kabel die ganze Zeit. So. Und da kommen schon wieder 50 weitere Hörlocks an. Schön! Also vielleicht sind es auch nur 5, aber... Ja, sofort. Aber so ist ja auch ganz schön. Ich find's auch geil, wie Liliana und so überhaupt nicht auf so Angriffe reagiert. Nee, Alistair. Weißt du, meine Nahkämpfer rennen sofort nach vorne. Meine Fernkämpfer stehen immer nur doof da. So, haben wir das? Wunderbar. Dann lass uns doch mal noch ein Stückchen weiter gehen. Vielleicht durch dich. Einmal den da. Einmal den dort. Einmal den hier. Ruhig weiter. So, stopp. Da ist irgendwie der General schon unterwegs, glaube ich, ne? Hörlock Alpha mal wieder. Dann lass uns mal wieder zurückziehen. Jetzt sind wir relativ weit vorgedrungen. Jetzt dürften wir ja schon eine ganze Meute mit dir hergelockt haben. Stopp. Ist der General dabei? Nein, nur ein Alpha. Alter, wo ist denn der verdammte General? Da ist der General. So, dann los. Ja, natürlich. Bin jetzt hinter uns. Dieser Alpha muss sterben. Aber geil. Ich glaube, das war das Problem eben, dass wir auch irgendwie 50.000 Bogenschützen oder sowas hinten hatten. Sehr, sehr schön. So, den Rest, den kriegen wir schon so hin, glaube ich. Mach euch mal eine Massenheilung. Der Rest wird nämlich relativ schnell fallen. Stirb. Stirb. Ja, hier sind reichlich Schläger. Bleib ruhig hier. Wie lauten eure Befehle? Einmal den dort. Und den hier. Und den verdammten Alpha, den müssen wir auch noch töten. Ein weiterer natürlich. Da hinten ist jemand, der Blitz wirkt. Das ist der verdammte General natürlich. Okay, ich würde sagen, wir gehen wieder ein Stückchen zurück. Jetzt nicht übermütig werden. Alistair, es sollte vielleicht mal irgendwann enteist werden. Das wäre auch nicht schlecht. Wird erledigt. So, stopp. Ja. Pause. Nutze ich viel zu selten die Pause. Alistair wieder rum, der kann sein Ding machen. Ich glaube, das machst du auch. Töte ruhig mal die da. Und den da. So, mein lieber Alpha, kriegst gleich mal einen Schlag ab hier. Sehr, sehr schön. Alistair, wie geht's dir? Du kämpfst gegen den General. Das ist nicht ganz so gut. Kannst du schon wieder Massenheilung anwerfen? Ja, kannst du. Wäre ein guter Zeitpunkt. So, einmal auf dich bitte. Auf dich. Und auf dich natürlich. Sehr schön. Jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen um den General hier. Wo auch immer du bist. Ja, da ist der General. Du heilst mal den Alistair. Das wäre eine super Idee. Und du kümmerst dich mal um ganzes Kropfzeug hier. Aber gern. Schieß schon. Ich versuche, gnädig zu sein. Okay, das war irgendwie so ein Blitzsturm oder sowas. Gewitter. Da ist ein Hörlock Alpha. Du kannst gleich wieder einen Trank nehmen. Genau, du nimmst kurz mal so eine, du kannst ruhig mal einen Starken nehmen, das ist völlig in Ordnung. Tefka, wie geht's dir eigentlich? Ja, geht so, nimm ruhig mal einen mächtigen Schlag. Oder warte noch ein bisschen. Hast du deinen, was ist jetzt bei dir schon wieder los? Fluch der Sterblichkeit, erlernt kontinuierlich Geistschaden, kann nicht geheilt werden, verbleibt weitere 17 Sekunden. Mein Gott, ey. Das ist ja ganz schön heftig. Massenheilung ist wahrscheinlich noch, doch, Massenheilung ist drin, sehr schön. Woher kriegst du euch die ganze Zeit Schaden? Ach so, durch das Gewitter. Das ist ja super. Stellt euch doch am besten mal dorthin. Dann ist das schon wieder gleich tot. Ey, das kotzt mich etwas an, muss ich gestehen. Ich nehme an, das wirst du nicht mehr hinkriegen. Nein, kriegst du natürlich nicht hin. Könnte dieser verdammte General bald mal sterben hier? Stirb. Schickt mich los. Könnte bitte jemand... Ja, jemand wird geheilt oder jemand stirbt auch gleich. Warte mal, wen heilst du denn gerade? Dich selbst. Eine gute Idee. Dann... Nimm du kurz mal so einen mächtigen Wundumschlag. Sehr schön. Hau auf ihn ein. Liliana ist auch tot. Das ist ganz schön dumm. Jetzt ist eigentlich nur noch die
zwei übrig. Alter, dieser Blitz ist ja wohl abartig. Oder was ist das für ein blöder Nebel schon wieder? Geh am besten mal dorthin. So, Massenheilung, ist das drin? Nein, dann heile ich kurz mal selbst, große Frau. Sehr schön. Und hau ihn vielleicht mal um, wenn das geht. Oh, das war gut. Noch so ein Mana-Ding. Hast du noch einen mächtigen Schlag gerade übrig? Nein, hier ist noch so ein kleiner Kack-Schläger. Okay. Weiter auf ihn. Okay, Heilung wäre angesagt. Einmal für dich. Und du kriegst den starken. Sehr schön. So. Schön auf dich. Da ist irgendeiner, der nervt. Ach, ist auch noch ein anderer Herlock-Alpha da. Natürlich. Und Tefka ist gerade gestorben. Das nervt vielleicht. Mein Gott, das nervt. Das ist aber auch ein abartiger Magier, im besten Willen. So, einmal auf dich bitte. Genau. Dann auf den verdammten General, der natürlich die ganze Zeit rumnervt. Ja, okay, das war schon wieder mit dem Kampf. Super. Ich muss das Ganze wieder laden. Das ist vielleicht ein abartiger Kampf, mein Gott. Und es geht von vorne los. Ich muss die ganze Zeit irgendwelche Leute hier raus pullen, sozusagen. Lass es mal ganz kurz hier hinstellen. Da fallen wir vielleicht ein paar mehr Leuten auf. Super, jetzt gehen wir wieder zurück alle. Ich hoffe, wir werden natürlich nicht vereist in der Zwischenzeit. Und da irgendwie die Hälfte dieser Leute irgendwie aus Fernkämpfern besteht, gefühlt. Also auch von den ganzen Alphas und so. Weiß natürlich, dass das irgendwie 1 Million Leute hinten im Hintergrund stehen können, während wir jetzt angegriffen werden. Ihr könnt euch bitte ruhig wehren. Das wäre super. Ja, nimm ruhig alles, egal. So, die sind alle tot. Genlock Alpha. Sehr schön, geht's an euch da. Das ist noch ein Alpha. Alistair kümmert sich um den, Tefka kümmert sich um den. Geht doch wunderbar. Alter, könntest du mich vielleicht mal treffen? Das hat hervorragend funktioniert, Tefka. So. Bitte töte mal die ganzen Leute hier. Unsere Win ist auch schon wieder tot. Was auch immer ihr wünscht. Alistair stirbt auch gleich, wenn das so weitergeht. Liliana beteiligt sich kein bisschen am Kampf, weil sie ja nicht muss. Ist der Kampf mal kurz beendet? Das wäre super. Ansonsten müsste es natürlich gleich wieder laden. Das wäre nämlich ganz schön katastrophal gerade. Okay. Vielleicht wäre es doch nicht schlecht, wenn wir doch mal so ein Stück Armee einsetzen würden gegen den Dämon. Ich bin da gerade ein bisschen für die Magier, muss ich gestehen. Wie ihr meint. So, da kommen ein paar rübergelaufen. Sehr schön. Wir gehen zurück. Ich glaube, das ist noch in der Perspektive, ist vielleicht besser. So, alle dahin bitte. Okay, und Angriff. Es wird keine Gnade geben. Ja, ja, kämpft ruhig. Einmal auf den. Den. Immer so weiter. Genau, jetzt schießt auch mal ein bisschen schön. Kämpf ruhig mal gegen den hier, Tefka. Sehr schön. Und hau ihn bitte auch um. Oder du kämpfst einfach gegen den da hinten schon mal. Das ist auch nicht so schlimm. Na, lauf schon. Ach, ist er aber betäubt, oder was? Könntest du bitte aufhören zu nerven, verdammter Alpha? Dankeschön. Und der nächste, bitte. Ich werde es tun. Sehr, sehr schön. Und du nervst sowieso nur. So. Wo soll ich zuschlagen? Ja, bei dem da am besten. So, das war's bei ihm schon. Sehr gut. Wir laufen zurück. Die nächsten kommen. Liliana läuft nämlich auch zurück gerade. Nicht wahr, Liliana? Sehr gut. Wie ihr meint. So. Was genau braucht bei dir eigentlich immer so viel Mana? Das würde ich gerne mal wissen. Was ist das hier denn? Bluthusten. Ach so, du bist immer noch. Stimmt ja. Das habe ich ganz vergessen bei dir. Deine schwache Verletzungsausrüstung musst du kurz mal anlegen. Damit du dich mal ein bisschen heilen kannst. Oder regenerieren kannst. Nimm ruhig mal jetzt noch einen starken Lyriumtrank dazu. Das ist ganz gut. Ja. Dann geht es weiter. Ich würde gerne speichern, kann ich aber nicht. Wie ihr meint. Ja, nimm mal kurz den Scheiß hier mit, damit du mich nicht die ganze Zeit draufklicke. Einmal kurz eine Massenheilung. Genau. Dann würde ich kurz mal warten, bis die Massenheilung so ein bisschen, wie es nach der Hälfte ist wieder. Damit ich wieder
die im Kampf gut einsetzen kann, weil die brauche ich wahrscheinlich relativ häufig. Ich glaube ganz ehrlich, dieses halbe Spiel hätte ich nicht durchspielen können ohne diese Massenheilung, beziehungsweise Gruppenheilung. Nehme ich kurz mal ein Stückchen Wasser an der Zeit. Mhm. Ja, ein sehr kampflastiges Wochenende, muss man sagen. So, Gruppenheilung ist wieder am Start. Ich bin bereit. So, da kommt irgendjemand an und sagt sowas wie, hup. Liliana ist auch dabei, das ist gut, dann töte schon mal den da. Oh, Tefka ist weiter vorgelaufen, das ist mäßig gut. Lass es mal zurückgehen. Wird erledigt. Da kommt ihm schon wieder eine ganze Latte an Gegner angelaufen. Okay. Ich bin gut auf den dort. So, warte mal. Ich nehme mal unsere Nagierin hier zur Hand. Die kann ich mit einem Schuss genauso jemanden eintöten. Das ist ganz wunderbar. Wenn sie nicht gerade... Wer ist das denn hinten? Nein, der General. Warte mal. Wenn der General hier alleine ist, gehen wir bitte mal dahin. Und wir wählen bitte mal die richtige Perspektive aus. Die ist nämlich richtig dumm hier. So, der General... Oh, das ist Alistair. Ach, da ist wieder so ein Fluch auf dich geladen. Okay. General, los geht's. Ab geht der Peter. Direkt vor uns. Einmal das. Einmal das. Alistair ist jetzt schon tot, bitte. Wie machst du das? Dann hätte ich gern einmal die Heilung für den Tefkal. Du kriegst wiederum deinen mächtigen Schlag. Das war doch schon mal nicht schlecht. Denn verjüngen kannst du echt genauso gut klemmen. Den brauche ich nämlich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Aber du kannst mal jemanden auferstehen lassen. Ich würde mal ganz kurz den Alistair nehmen. Sehr gut. Du zündest einen arkanen Bolzen, okay. Kannst du bitte mal deinen Streuschuss anwerfen? Das ist ein defensiver Schuss. Wo ist der Streuschuss? Hier ist der Streuschuss. Aber gern. Sehr schön. Ja, genau, Alistair, beteilige dich ruhig am Kampf. Das ist eine super Idee. Oh, das sieht gut aus. Den bringen wir jetzt erstmal endlich mal zu Fall. Sag mal, Alistair, kannst du ruhig bitte mitspielen? Du bist jetzt einfach zurückgeworfen hier. Ja, heil ihn, das ist eine gute Idee. Nimm ruhig erstmal einen normalen Trank. Sehr gut. Und hau ihn am besten gleich um mit einem mächtigen Schlag. Endlich! Er ist gestorben. Oh Gott, und ich kann... Wunderbar, Quest aktualisiert. Ich speichere ganz kurz mal. Endlich! Die restlichen Brut kriege ich ja wahrscheinlich relativ schnell kaputt. Was hast du dabei, General? Drei mächtige Glühwurmtränke, sehr geil. Entstarb der Niedertracht. 5,2 Schaden, einmal eine Regeneration Kampf, sehr geil, plus 5 Zauberkraft, auch gut, minus 1 Willenskraft, okay, plus 10% Geist und Elektrizitätsschaden, nett, Gürtel des Zerstörers, mehr Mana-Regeneration und mehr Zauberkraft und Spiralring, mehr Geistschaden. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich ein bisschen was davon der lieben Vin geben kann, genau. Die liebe Vin, die gleich mal ein bisschen was heilen kann, fällt mir auf. So, hier der Spiralring zum Beispiel. Du hast bei einem mehr Geistschaden. Ach nee, das ist der Spiralring. Nee, der ist nicht so geil. Gürtel des Zerstörers, plus 2 Magie oder plus 3 Zauberkraft in meiner Regeneration Kampf. Ich glaube, ich will gerne die Zauberkraft. Obwohl Silber-Aaron? Beschränkung Win. Nee, warte mal, das ist dein Gegenstand, den du haben möchtest unbedingt. Das ist dein Questgegenstand. Gerade Start der Niedertracht, das ist der besser als den du hast. Du hast mehr Kälteresistenz, mehr Kälteschaden und strahlt Kälte aus. Da würde ich doch ganz gerne den Stab der Niederkrachtracht lieber nehmen. Der, oh, guck mal, ganz normal aussieht nur. Sehr schön, ich speichere das Ganze mal ganz kurz und würde ganz kurz auf, mache ich das in dieser Folge noch? Ja, ich mache in dieser Folge, nee, in dieser Folge mache ich nichts mehr. Sondern mache kurz einen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die nächsten Hörlocks da hinten töte. Bis gleich.